Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder GameStar und zwar haben die zum Black Friday drei PCs rausgebracht in Zusammenarbeit mit Boostbox. Das hier ist der Artikel, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier, den zeige ich euch einfach nur, weil hier noch vier Gratis-Spiele mit dabei sind. Ich denke mal, die werden irgendwie von AMD dazu gesponsert, die Keys. Das hat wohl einen Gesamtwert von ungefähr 170 Euro, steht hier auch. Die könnt ihr hinterher noch irgendwie dabei rechnen oder ihr lasst es halt. Müsst ihr selber wissen. Wir schauen uns heute den GameStar PC Ultimate Radeon 6900 XT, den Ultimate Radeon 6800 und den Ultimate Radeon 6700 XT Black Friday Edition an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Starten wir erst mit dem hier, also den machen wir schön ausführlich. Die anderen, da werde ich was zu sagen, wenn mir irgendwas aufgefallen ist. Ansonsten seht ihr dann hinterher den Preis. Das Bild ist schon mal soweit nicht wirklich fake, das ist schon in Ordnung. Das Gehäuse stimmt soweit, man sieht jetzt auch nicht sonderlich viel gut. Hier gibt es zwar noch weitere Bilder, aber das passt schon einigermaßen. Die übertreiben jetzt nicht irgendwie mit Bling Bling oder so, das ist schon okay. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 7 5800X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, hat eine TDP von 105 Watt und unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Den könnt ihr auch schneller laufen lassen, wie ich es immer bei allen anderen Prozessoren auch sage. Das ist ein guter Prozessor zum Streamen, zum Rendern und so weiter. Den hatte ich früher auch. Ich habe dann aufgerüstet, bin dann auf die aktuelle Intel-Generation gegangen, beziehungsweise zu der Zeit. Jetzt habe ich einen 12700K, aber der ist schon in Ordnung. Der reicht, wie gesagt, für Zocken, Stream und so weiter. Ist echt ein guter Prozessor. Natürlich gäbe es jetzt noch den X3D, den 5900 und so weiter, aber in dem Preissegment ist der echt gut gewählt. Ist natürlich AM4. Wir sind jetzt bei der 7000er Generation, das ist AM5. Das bedeutet, ihr könnt dann hinterher nicht mehr großartig aufrüsten, wenn ihr den jetzt da drin habt. Klar könnt ihr noch die stärkeren nehmen, wie zum Beispiel den 5900 oder 5950X oder sowas, aber die 7000er würde auf dem Board dann nicht mehr laufen. Und der kostet 246 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine Boostbox Liquid B240 Wasserkühlung. Das ist eine umgelabelte Deepcool Gamax L240V2. Woher weiß ich das? Deepcool hat auf der eigenen Webpage eine Anleitung für die Boostbox Wasserkühlung. Von daher passt das soweit schon. Ich habe auch gestern da angerufen, wollte auch wissen, woher das Netzteil stammt. Das konnten sie mir nicht sagen. Die Wasserkühlung ist aber definitiv diese hier. Eine 240er Wasserkühlung reicht natürlich zum Zocken und zum Stream und so aus. Wenn ihr jetzt natürlich 2-3 Cinebench Runs macht oder Prime 95 oder so, dann reicht die nicht mehr aus. Das hatte ich alles schon im Test, auch mit diesem Prozessor. Wer meine Videos guckt, der weiß das auch. Ich wäre lieber auf eine 360er gegangen, dann ist man auf der sicheren Seite. Die 240er reicht aber, wie gesagt, zum Zocken und so weiter aus, wenn das Gehäuse auch einen guten Airflow bietet. Und die kostet 73,70 Euro bei Amazon, ansonsten 77 Euro bei ProShop. Die Grafikkarte ist eine Asus Radeon RX 6900 XT, in dem Fall die TUF-Variante. Das ist eine Top-Grafikkarte, könnt ihr auch teilweise in 4K mitspielen, kommt natürlich aufs Spiel an. Wenn ihr jetzt Cyberpunk mit Raytracing anmacht, bringt das natürlich nichts auf der Grafikkarte. Nvidia ist bei Raytracing sowieso im Moment noch ein bisschen weiter vorne, aber die FPS-Test dazu und so findet ihr auch in der Videobeschreibung. Es ist auch die TUF-Variante, wie auf dem Bild zu sehen, finde ich auch gut. Und das ist aktuell preis-leistungstechnisch wirklich ein guter Bringer. Also wenn ihr jetzt irgendwie nach einer Grafikkarte sucht und ihr wollt jetzt nicht auf die top aktuellste Variante, dann ist die wirklich ein guter Pick. Und die kostet 843,27 Euro über eBay via SnowGuard. Das Mainboard ist ein Asus TUF B550 Plus Gaming Wi-Fi 2. Man sieht schon, das ist alles so ein bisschen im Bereich TUF angesiedelt, ist auch nicht schlecht, ist ein gutes Mainboard. Hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten kann noch eine weitere SSD verbaut werden und hier habt ihr noch 4 Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für WLAN Bluetooth, wobei das Board das mitbringt. Vielleicht eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne machen möchtet. Das hat 7.1 mit Toslink, WLAN Bluetooth. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Viermal USB 3.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, Netzwerkanschluss, zweimal USB 2.0 und ein Flash-BIOS-Button. Das ist in Ordnung, das Board.
Kann man machen. B550er Chipsatz ist auch okay. Natürlich gibt es noch X570, aber die meisten brauchen das eh nicht. Das ist völlig okay. Und das kostet 171,88 Euro bei Jakob Elektronik. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB DDR4 RAM Dual Channel, 2x8 GB. Das ist immer ganz wichtig. Solltet ihr ein System haben mit nur einem RAM-Riegel, seht zu, dass ihr vielleicht sogar den gleichen noch als zweiten dabei steckt, weil ihr sonst quasi nur die Hälfte an Leistung habt, wenn man so will. 3200 MHz Kingston Fury Beast. Den gibt es theoretisch auch als RGB-Variante, wer da jetzt irgendwie Wert drauf legt, kann den bestimmt auch nachkonfigurieren. Der ist jetzt ohne RGB, ist aber auch nicht weiter schlimm. 3200 MHz ist halt die Spezifikation von AMD. 3600er hätte mir hier besser gefallen, aber die gehen auf Nummer sicher. 16 GB in dem Preissegment auch noch in Ordnung. Und der kostet 52,90 Euro bei Amazon. Die Festplatte ist eine 1000 GB M.2 PCI Express 3.0 SSD Samsung 980. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Ja, ist okay. Kann man machen. Ist jetzt nicht übertrieben schnell, aber auch nicht zu langsam. Das ist soweit schon okay. 1 TB reicht auch erstmal. Ihr könnt euch hinterher noch was dabei bauen. Das geht ja bei dem Mainboard glücklicherweise. Und die kostet 77,99 Euro über Amazon. Ja, man merkt, es ist gerade so ein bisschen Black Week, ne? Sonst steht hier immer Mindfactory, aber die kommen da jetzt irgendwie gerade nicht so hinterher. Das Gehäuse ist ein Corsair 4000D mit Sichtfenster. Das hat schon einen Lüfter vorne vorinstalliert und einen Lüfter hinten vorinstalliert. Das hat hier aber an den Seiten nur diese Schlitze. Ich bin von der Airflow-Variante mehr begeistert. Das 4000D ist ein gutes Gehäuse. Ich würde euch aber vielleicht empfehlen, diese Mesh-Front, die es ja separat zu kaufen gibt, euch zu kaufen und die dann vorne rein zu klippen. Habt auf jeden Fall einen besseren Airflow. Gerade bei den Komponenten wird es auch sehr warm in dem Gehäuse und ich glaube nicht, dass diese Seitenschlitze jetzt so viel Luft durchlassen. Gerade da wir hier halt auch nur einen Lüfter in der Front haben und jetzt nicht drei. Man kann drei Stück einbauen, hier ist aber halt nur einer vorinstalliert. Ansonsten ist das aber ein gutes Case und wie gesagt, kauft euch einfach diese Airflow-Front noch irgendwo extern und klappt die da dran. Das sind so vier Pinöpel, die könnt ihr reinstecken, dann steht das. Und das kostet 114,90 Euro bei Case King. Das Netzteil ist ein 850 Watt Boostbox, Power Boost, voll modular, 90% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Ja, das steht jetzt bei Geizhals nicht sonderlich gelistet. Also ein Preis ist da, das läuft über CSL, das liegt einfach daran, weil Boostbox zu CSL gehört. Das ist mehr oder weniger die Gaming-Sparte. 850 Watt reicht aus, wenn es wirklich Gold zertifiziert ist und so, ist es soweit in Ordnung. Ich habe am Telefon auch mit denen gesprochen, die sagten, die haben wirklich sehr, sehr wenig Rückläufer. Natürlich kann man das als Unternehmer immer sagen, aber die würden es wahrscheinlich nicht mehr einsetzen, wenn es wirklich so kacke wäre. Und 850 Watt lässt immer noch genug Luft, also das wird jetzt nicht an der Leistungsgrenze betrieben. Das ist schon in Ordnung. Wenn wir uns den Preis von 99,90 Euro so anschauen, da kriegt ihr auch ein Seasonic-Netzteil oder so für. Und die konnten mir am Telefon wirklich nicht sagen, welcher Hersteller dahinter steckt. Das lassen die natürlich irgendwo produzieren und dieser Hersteller macht dann auch wahrscheinlich für BeQuiet oder Seasonic oder so die Netzteile. Aber das wissen sie halt leider nicht oder wollten es mir nicht sagen. Ansonsten WLAN, Bluetooth und so, das ist natürlich dem Mainboard geschuldet. 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice. Ist nicht selbstverständlich. 3 Jahre mit Pickup und Return. Ist was mit der Kiste, ruft ihr an, ihr kriegt ein Rücksendelabel. Die Post kommt bei euch vorbei, ihr drückt denen das in der Hand, Thema erledigt. Finde ich wirklich gut, also 3 Jahre ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1680,54 Euro. Das System soll kosten 1599 Euro. Ihr seid vom Preis her unter Geizhalsliste. Das Ding ist schon fertig zusammengebaut, ihr habt 3 Jahre Garantie, die Konfiguration ist soweit stimmig. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das ist ein grober Schnitzer. Die 240er Wasserkühlung, ja gut, wie gesagt, wenn ihr nur zockt und ein bisschen streamt, ist das okay. Wenn ihr jetzt ständig Leistungstest mit diesem System macht, dann wird die das auch nicht packen. Wenn wir das Bild jetzt nochmal anschauen, sehen wir auch wirklich die TUF-Grafikkarte, das TUF-Mainboard, die Wasserkühlung. Also das Bild scheint wirklich 1:1 zu sein, wenn wir uns jetzt das nochmal in den Hinterkopf rufen, was ich eben alles so gezeigt habe. Also so wird das System wohl auch aussehen, wenn ihr es nach Hause kriegt. Wäre natürlich ganz geil. Wobei man hier halt sieht, dass die einfach den Lüfter, der eigentlich in der Front ist, nach oben gebaut haben. Das heißt, ihr habt jetzt in der Front 2 Lüfter, ihr habt hinten einen, der ja sowieso schon vormontiert ist und hier oben, den haben sie einfach von vorne rüber geholt. Das heißt, der Airflow wird schon einigermaßen gegeben sein. Nehmt trotzdem die Mesh-Front, würde ich euch wirklich empfehlen. Aber alles in allem, ein gutes Angebot. Kann man machen. Natürlich ist es AM4-Plattform, es ist jetzt kein 7000er AMD oder so, aber für die Leistung und das Geld ist das echt ein gutes Angebot. Schauen wir uns nochmal den Radeon 6800 Black Friday an. Der hat einen Ryzen 5600X, also kein 5.8er, sondern 5.6er. Da wurde schon runtergespart. Wenn ihr da jetzt streamen wollt, müsst ihr über die Grafikkarte rendern. Das packt der Prozessor jetzt nicht so gut. Kommt natürlich auch immer aufs Spiel an. Wenn ihr jetzt ein bisschen Valorant oder so zockt, dann geht das locker. Sonst bitte über die Grafikkarte rendern. Eine 120er Wasserkühlung. Es ist eine optische Geschichte. Ein Luftkühler, so ein Purock 2 oder so, hätte auch ganz dicke gereicht.
Die 6800er ist auch eine gute Grafikkarte, ist keine XT, ist nur eine 6800er. Die XT hat nochmal so 15-20% mehr Leistung, reicht aber auch für WQAD völlig aus. Wir haben ja auch das Asus TUF B550 Plus Gaming Wi-Fi Board, dann haben wir 16 GB RAM. Die 1 TB SSD ist in dem Fall eine Kingston NV2, die ist nicht ganz so schnell wie die 980er, aber das ist schon in Ordnung. Auch wieder das 4000D, ein 700 Watt Netzteil, auch wieder dieses Boostbox Power Boost. 700 Watt reichen in dem System auch völlig aus, könnte hinterher sogar noch eine stärkere Grafikkarte oder so reinschmeißen. Und wenn wir uns da den Preis angucken, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil, und da landen wir beim Gesamtpreis von 1265,27 und das Ding kostet 1249, auch günstiger als Selbstbau. Und das Ding kommt ja fertig gebaut zu euch nach Hause, auch mit 3 Jahren Garantie. Ist auch okay. Kann man überhaupt nicht meckern. Ganz wichtig, bei all diesen Systemen ist kein Windows mit dabei. Ihr habt eben die Werbung gesehen, ihr könnt euch jetzt einen Key kaufen und dann einfach mit dem USB-Stick installieren, den Key eintippen, dann seid ihr fertig damit. Oder ihr bucht es hier noch dabei. Das wird dann aber deutlich teurer als der Key jetzt von meinem Partner. Und dann schauen wir uns noch den 6700XT Black Friday an. Der hat auch einen Ryzen 5600X, eine 120er Wasserkühlung. Die 6700XT ist auch eine gute Grafikkarte. Da müsst ihr jetzt schon ein bisschen schauen, wenn ihr jetzt wirklich anspruchsvolle Titel habt und da in WQHD wirklich gute FPS-Werte erreichen wollt, dann müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ist aber keine schlechte Grafikkarte. Das ist soweit okay. Hier ist allerdings nur ein B450er Board drin. Ist ein älterer Chipsatz, ist aber nicht sonderlich schlimm. Macht für euch wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. Auch 16 GB RAM, 3200 MHz. Auch eine 1 TB SSD, die Kingston NV2. Wieder das Corsair 4000D Gehäuse. In dem Fall ein 600 Watt Boostbox Power Boost. Reicht auch aus für dieses System. Da müsst ihr jetzt aber schon ein bisschen drauf achten, wenn ihr wirklich irgendwie mit dem Gedanken spielt, dahinter ja noch eine 3080 Ti oder so reinzuschmeißen, dass ihr vielleicht ein stärkeres Netzteil nehmt. Und schauen wir uns da die Geizhalsliste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei 1062,65. Und das Ding kostet 1099. Ist ein bisschen mehr als Geizhals, aber völlig vertretbar. 30, 40 Euro fürs Zusammenbauen mit 3 Jahre Garantie. Auch okay. Also bei den kleineren Systemen, bei den 2 kleineren, ist das jetzt relativ egal, ob ihr diese Mesh-Front nimmt. Nur bei diesem ganz teuren System mit der fetten Hardware würde ich euch echt empfehlen, einfach bei Corsair dieses Ding hier nachzuordern, sofern es denn verfügbar ist. Das ist nicht überall verfügbar. Und das dann da drauf zu klippen. Dann ist das Thema auch erledigt. Also alles in allem muss ich wirklich sagen, Hut ab. Die Konfigurationen hier sind gut. Natürlich hätte man auch auf Intel gehen können oder so, aber ich denke mal, da laufen gewisse Verträge, gerade mit Asus, wegen den ganzen TUF-Geschichten da drin und den alten AMD-Boards und so. Was heißt alt? Es ist eine Serie zurück. Natürlich hätte mir Intel irgendwo besser gefallen, wäre dann aber auch wieder teurer geworden, wahrscheinlich für die. Das ist schon okay. Kauft es so. Ihr braucht nichts mehr zu ändern, großartig. Und wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, vielleicht streamen zu wollen, wollen ja nicht alle, höre ich immer wieder in den Kommentaren, warum sagst du die ganze Zeit Streamerei? Ja, ist gut. Die, die nicht streamen wollen, oder beziehungsweise die, die streamen wollen, wollten den hier nehmen für 1,6. Alle anderen, die wirklich nur zocken wollen, da reichen die beiden anderen Systeme auch dicke aus. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.